Jenna, Süße, ich finde es schrecklich, dir das auf die Mailbox sprechen zu müssen. Aber Damien hat sich für Essita entschieden. Ich kenne und respektiere die Gründe, warum dir die Rolle so wichtig war, aber... Wenn der kanadische Indie-Filmemacher David Cronenberg seinen allerersten Hollywood-Film macht, noch dazu nach einem Drehbuch von Hollywoods Enfant Terrible Bruce Wagner, dann kommt sowas dabei raus. Bei der letzten Staffel von Praise the Lord habe ich die Woche 300.000 verdient. Da war ich 9. Was bieten die denn? 5 Millionen. 758 Millionen Dollar hat die Komödie Bad Babysitter vor 4 Jahren weltweit eingespielt und den heute 13-jährigen Kinderstar Benji Weiss zum Multimillionär gemacht. Während seine Mutter Christina sich um die fetten Gehaltschecks kümmert, arbeitet Benjis Vater Stafford im heimischen Beverly Hills als Psychoanalytiker mit Hang zur Esoterik. Aber es war doch nur eine unbedeutende Rolle meines Erachtens. Benjis! Ich rede von einer Neubesetzung von Benjis Rolle! Das war's dann! Aus! Stafford behandelt unter anderem die alternde Schauspielerin Havana Sagrant, die von Visionen ihrer toten Filmstarmutter heimgesucht wird. Ich habe jemanden eingestellt, ist schon merkwürdig. Was ist daran merkwürdig? Recht real hingegen ist die Rückkehr der einst aus dem Familienbund verstoßenen älteren Schwester Agatha. Vor Jahren hatte sie Benji mit Medikamenten ruhig gestellt und anschließend das Haus in Brand gesetzt. Nun will sie nach einem langen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik alte Wunden heilen. Sie ergattert mit Hilfe von Star Wars-Ikone Carrie Fisher einen Job als persönliche Assistentin von Havana Sagrant und bandelt auch gleich mit dem attraktiven Limousinenkutscher Jerome Fontana an. Soweit, so unüberschaubar. Ich bin ein Fan von Ihnen. Es ist die böseste, gemeinste und hintergründigste Dekonstruktion von Hollywood, die ich je gelesen habe. Ein Sumpf voller Geheimnisse, Gift, Galle und menschlicher Abgründe. Die Leute vom Casting haben mich angerufen. Essita ist im Krankenhaus. Sie ist zusammengebrochen. Nein. Es klingt taktlos, aber willst du die Rolle oder nicht? Na, 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 na. Ob man die strenge Schärfe, den bösen Tonfall der Erzählung nun mag oder nicht, einige dramaturgische Schwächen sind in jedem Fall offenkundig. So ist die Genremixtur, die Cronenberg und Wagner hier anrühren, etwas unausgegoren. Die dominante Hollywood-Satire kulminiert immer mehr zu einem bitteren Familiendrama, von dem dann schließlich ein Geister-Thriller Besitz ergreift. Einige haben gemeint, der Film dreht sich um L.A. und Hollywood und den Star-Kult. Ich glaube aber, es geht hier um das Leben der Menschen durch die Brille der Stars. Das macht es etwas intensiver, aber es geht darum, was wir wirklich wollen. Du willst diese Rolle, aber du wirst sie nicht bekommen. Es war wie ein Traum, hat aber wie echt gewirkt. Ich bin am Leben und ich bin nicht verrückt! David Cronenberg geht nach Hollywood und zerlegt den Mythos der Traumfabrik mit dem Satire-Drama Maps to the Stars in seine Einzelteile. Seine postmoderne Gift- und Galle-Version der Traumfabrik ist düster, sadistisch und auf diabolische Weise amüsant. Auf die Treppenstufen des Todes schreibe ich deinen Namen. Freiheit.